Wunderschönen Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist doch. Guten Appetit! Guten Appetit! So, liebe Leute, unser letzter vollwertiger ganzer Tag, den wir hier auf dem Boot sind. Morgen geht es zurück. Heute wird saftig. Heute werden wir an drei verschiedenen Spots schnorcheln und eventuell sogar massiv große Meerestiere sehen, wie zum Beispiel die bis zu 7 Meter Spannweite lang werdenden Mantarochen. Aber jetzt erstmal Frühstück. Fisch, ne? Vegan! Fisch! Ist das Fisch, oder? Ikan die da lang? Chicken. Chicken? Veganes Hühnchen? Ah ja. Ja, wahrscheinlich. Pancakes? Vegan? Vegan. Pancakes vegan? Ja. Okay. Aber wie ihr merkt, wir haben mit jedem Essen noch so leichte Schwierigkeiten, es so transparent zu machen, was jetzt vegan ist und was nicht. Fisch geht meistens noch als vegan hier durch. Das ist natürlich für uns ein bisschen kompliziert. Ja, und der ist mit Soja. Du magst ich gerade einfach noch vegan. Oh, nein. Ja, ich noch mehr? Ja, gerne. Ich habe heute Morgen auf jeden Fall alles falsch gemacht. Ich habe mit Kaffee angefangen, jetzt Pancakes und dann Nasi. Pancakes. Pancakes. Ja, du hast den Pain gerade kassiert. Das war ein, ne? Pancake für mich gerade, weil ich ihn kassiert habe. Ja. Ja. Der war also nicht vegan. 10 Leute haben ihm gesagt, vegane Pancakes sind hier, waren hier. Also machen wir. Und er nimmt sich die mit Ei. Chicken. Mit geschredderten Chicken. Aber er sagt, die haben besser geschmeckt. Also. Mhm. Wie geht's dir jetzt so? Nachdem du so ein halbes Hähnchen im Pancake weggesnackt hast? Ist natürlich Spaß, war kein Hähnchen drin. Mir ist trotzdem gut. Oh, Mann, das ist direkt hier. Oh mein Gott, yes, Leute, juhu! Und das war's. Mehrere Mantarochen direkt am Boot. Ah, ich freue mich gerade richtig hart den Ast. Du hast Angst? Ich hab ein bisschen Angst. Brauchst du nicht, wird gut. Alter, was war das? Freunde, Emotionen sind gerade frisch. Ich möchte ein paar Gesichter sehen. Geist ist krass. Man muss ja mal sagen, dass wir extremst glücklich sind. Nicht nur happy glücklich, sondern auch glücklich, dass wir die überhaupt sehen konnten. Heute ist die Strömung wahnsinnig stark. Das hat man auch gespürt, dass man im Wasser ist. Und ist innerhalb kürzester Zeit hier so 100 Meter von einer Seite zur nächsten gespült worden. Lisa, crazy. Emotionen? Ja, mega. Krass. Es ist verrückt, wie smooth und majestätisch, haben wir gesagt, wie die sich durchs Wasser bewegen. Einfach mit diesen Flügelschlägen. Und riesig. Favorite, ein schwarzer Manta war da mit drin. Komplett schwarz. So, ja, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass ich diese GoPro mit benutzen durfte. Sonst hätte ich hier leider nichts zeigen können. Meine Kamera ist kaputt gegangen. War ja schon kaputt, funktioniert tatsächlich jetzt gar nicht. Bildschirm alles off. Matti, was soll ich sagen?
sag so zu Micha, tauch mal schnell runter, jetzt kann ich die perfekte Aufnahme machen. Er so, nee, komm schon. It's good, yeah, you're lucky today. Oh, beautiful, thank you so much. You're welcome. You're lucky yesterday, maybe like see the one or two manta. Yeah. And today you see the another manta. Well, how many do you think we've seen today? 10 or 15, yeah? Yeah. Lebenserfahrung, Leute. Lebenserfahrung. Wahnsinnig, ein Teil sein zu dürfen. In der Unterwasserwelt mit denen da durchs Wasser zu gleiten, ist einfach. Schönen guten Morgen. Gerade aufgestanden, Mantas verpasst, ne? Ja. Was war das? Vorhin ultra Schiss gehabt und jetzt? Ja. Jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall krass. Jetzt, wo du hier bist, nicht mehr, ne? Ich komme aus dem Klo raus. Zwei Kameras auf mich gerichtet. Ja, wenn man aus dem Klo kommt, da ist die Emotion noch am frischesten. Auf jeden Fall. Ich weiß, wo ich mein Dessert heute esse. Ich dachte, du hast eine Schildkröte gefunden, die gerade isst. Nee. So. Ich so, hä, wo ist denn gerade jemand? Von einer anderen Bootsbühne wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das ist von irgendwelchen Piraten von früher, 1200 stimmt, irgendwas. Stimmt. Kommt krasser, wenn man so sagt. Ja, ist echt so. Ich muss mir eine Unterwasserkamera kaufen. Das Riff hier war teils wirklich verrückt. Wahnsinnig wunderschön. Und dann teils auf der anderen Seite eben so brüchig, sah aus wie ein Schlachtfeld. So viele Riffbereiche waren einfach zerstört. War eine riesig große Artenvielfalt von verschiedenen Fischen, alle am Start da unten. Und sogar tatsächlich beim Zurückschwimmen zum Boot haben wir drei weitere Mantarochen gesehen. Noch eine große Schildkröte. Ich habe sogar einen Kuss, er hat das gerade Kiss of the Jellyfish genannt, weil mir ist so eine kleine Qualle, dünner, transparenter Faden hat sich hier in meiner Maske verfangen und hat hier so einen richtigen Brandstich mir eben auf die Lippen verpasst. Ich konnte eben kurzzeitig nicht reden, ist inzwischen wieder gut. Saftige Erfahrung. Und jetzt sind wir mit dem Speedboot hier auf eine kleine, also wirklich sehr, sehr kleine Insel, wir werden es gleich in den Drohnenshots sehen, gefahren, um hier ein kleines Picknick zu haben. Schaut mal. Nobody here. Der Sand ist leicht pink, weil hier wieder diese roten Partikel drin sind. Schaut mal, sehr, sehr cool aus. Ach, ihr seid wunderschön. Ich wünschte, ich hätte meine Ehefrau auch hier. Kannst du das bitte nochmal machen? Das fand ich äußerst sexy. Auch der Blick von dir gerade. Das Bein aber noch so hoch, ne? Ja, okay, warte, der Blick. Ja, das ist so ein nee, ich auch nicht. Frontcover. Ich war kurzzeitig verwirrt gewesen, weil so eine ganze Armee von Menschen hier angekommen ist in einem kleinen Boot. Das ist vielleicht die nächste Tourgruppe oder was auch immer, aber tatsächlich machen die jetzt hier gerade nach und nach die Inseln sauber. Die haben jede Menge Säcke mit, wie ihr seht. Die sammeln hier den ganzen Müll ein. Spitze. Und wenn man sich die Insel einmal von außen auf die Schnelle anschaut, sieht sie wunderschön aus, aber der Müll verbirgt sich halt überall. Wird hier angeschwemmt oder die Leute schmeißen das hier ins Gebüsch, das hakt überall fest. Helfen den Jungs und Mädels doch mal, die Insel so schnell wie möglich sauber zu machen. Gute Arbeit. Schmeißt du das gerade ins Gebüsch? Nein. Bro. Alter, guckt euch das an. Hier mal hinter den Kulissen. Und ei! Alles vollgemüllt. Crazy. Hintersten Ecken, schaut mal, wie viele Flaschen da liegen. Das ist nicht feierlich, ey. Fangen wir mal an. Okay, los geht's. Guckt euch das an, Leute. Ein ganzer Sack nur von dieser Ecke hier im Gebüsch. Und da ist noch mehr. Das Ding ist full. Ich war gerade da unten drin. Ich bin hier mal hochgekraxelt, um zu schauen, wie es hier oben ausschaut. Es ist erstmal wunderschön. Aber es sieht ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, dass es keine Leute waren, die da immer nur gechillt haben, sondern tatsächlich
angestiegener Wasserspiegel war und dann der ganze Müll da reingetrieben wurde und hat sich da verfangen. Die sieht ganz gut aus. Was ist das für ein magischer Ort? Bro, ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich laufe hier gerade mit barfuß. Iu, Stachelberger. Oh, wunderschön. Wow. Stoßberger. Großen Mainz. Ich habe schon ein bisschen gesurfelt. Leute, unser letzter Abend. Aber Prost. Lange, lange nicht. Tschüss. Prost. Prost. Juhu. Ja. Okay, see you, bye-bye. So, Pommes, Fritz, Bananas. Fritz Bananas. Soll ich dir zeigen, wie ich eine esse? Ja, oh bitte. Kein Salz, kalt. Sexy. Soll ich mich auf den Tisch legen oder könnt ihr mich auch hier essen? Oh. Aber nur mit Salz. So schön aus. Guckt euch diese Leuchtstreifen an. Wir können echt dankbar sein, dass dieser Planet so ein wunderschöner Ort ist, wo wir leben dürfen. Jetzt sippen wir noch einen leckeren Kaffee, lassen den Abend ausklingen. Ihr beiden Turteltäubchen. Sagen, ihr gebt mir schon echt ein bisschen auf den Sack. Ja, ist schon cheesy. Was ja, ich, also ich freue mich richtig auf meine Frau, wenn ich nach Hause komme.